Spuren sind ein Thema der Zeit. Alles, was man sieht, ist ein Gleichnis, nicht? Kann man als Gleichnis verstehen. Eine fragmentarische Architektur ist das Ergebnis einer Zeit oder einer beschleunigten Zeit, einer beschleunigten Zerstörung, die durch Krieg geschehen kann. Eine fragmentarische Architektur legt aber das Grundprinzip der Architektur frei, die Basis und die Wände. Also nicht nur die äußere Hülle, in die man hineingeht durch Türöffnungen, sondern man sieht sozusagen das Grundprinzip des Baus in seiner Vergänglichkeit, aber auch in seiner Maßlichkeit besser in einem Fragment. Und diese ganzen Dinge, die interessieren mich, die Bezüge der Skulptur zur Architektur, aber auch die Maßbildung der Architektur. Die alten Architekturen haben sich auch sehr mit der Landschaft verbunden. Es gibt in der Türkei Höhlenstädte, dass die Architektur eigentlich nicht zu unterscheiden ist von landschaftlichen Formationen. Und bei der Insel der Frauen ist es so, dass die organischen Formen oder die Brüche in der Natur auch Skulpturen assoziieren. Und dieses Thema nimmt man im kleinen Format auf, dass ein großer Fels auch Kopf sein kann oder eine Schlucht, eine Verbindung zwischen Mann und Frau zeigen kann oder so etwas. Also das Landschaftliche und das durch Menschen gebildete Architektonische ist etwas, womit sich ein Bildhauer sehr beschäftigen kann oder ich mich sehr beschäftige. Aber ich bin in einer Stadt groß geworden, in Torgau, einer Renaissance-Stadt. Und die Renaissance bezieht sich sehr stark auf die Antike und ich bin mit guter Architektur groß geworden. Und dann interessiert man sich eben auch für andere gute Architektur. Und ich habe in Dresden studiert und in Dresden gab es eine der größten Abgusssammlungen der Antike oder gibt es immer noch der Antike. Die antiken Themen sind gleichnishaft. Sie strahlen in unsere Gegenwart hinein und werden auch uns in Zukunft begleiten. Mehr als man denkt. Die Skulpturen, die ich mache, sind oft eingebunden in architektonische Räume, weil sie kleiner sind. Und die Grafik folgt diesem Thema. Die Grafik zeigt die antiken Themen als Bühnenräume, um sie da konzentrierter zu fassen. Und diese bühnenartigen Situationen findet man ja auch in Ausgrabungen, wo man denkt, es ist ein Fragment, eine Kunstform der Architektur, die reduzierte Architektur. Und hier ist es auch so, dass ich sozusagen die Grafik als Hilfsmittel nehme, um das Thema der Antike etwas zu erweitern. Was ich mit der Skulptur allein nicht schaffe, versuche ich mit der Grafik zu erweitern. Palamedes ist eine verhältnismäßig unbekannte mythologische Figur, sind ja Erfindungen, Gleichnisse. Aber dass da einer im Frühfeld eines Krieges klug genug war, um diesen Krieg womöglich zu verhindern. Und der andere kluge Odysseus hat ihn sozusagen hineingelegt und dadurch wurde er ermordet. Palamedes wurde ermordet durch die Intrigen des Odysseus, der den Krieg wollte. Die Parallelen zu heute liegen auf der Hand. Die kriegerischen Auseinandersetzungen fangen ja viel früher an, als sie sichtbar werden. Und in dem Vorfeld gibt es immer Leute, die dafür und dagegen kämpfen. Und dieses Gleichnis ist in der griechischen Mythologie anhand von Palamedes wunderbar dargestellt.
Kunstgeschichte ist ja voller Gewandungen, also voller Figuren, die Gewandung tragen. Anhand der Gewandung kann man auch die kunstgeschichtliche Zuordnung zur Antike oder zu den Ägyptern oder zur Gotik, Romanik und anderen Epochen gut zeigen. Mich interessiert Gewandung sehr als Gegensatz zur sozusagen Aktfigur. Ist Gewandung, gewandete Figur, ist tragfähiger für ein Thema, für ein auch differenziert unterschiedliches Thema. Und das finde ich hochinteressant. Da ist natürlich die Verbindung zu Ballach zu sehen. Ballach hat eigentlich in dem Sinne keine Aktfiguren gemacht, bis auf einen Christus oder im Frühwerk etwas. Aber die Gewandung hat ihn interessiert. Und es ist nicht so einfach, sich Ballach zu nähern, nicht? Das ist ein ausgewachsener Personalstil, Ernst Ballach. Aber wenn einen Gewandung interessiert, findet man schon seine Sprache selbst. Die kann manchmal in der Nähe liegen, wie bei den Glockenfiguren. Das ist ja auch noch eine schöne Geschichte. Ballach hatte den Auftrag für eine Glocke, für die Marienkirche. Und den Auftrag hatte er Anfang der 30er Jahre abgelehnt, aus Belastung. Er hatte viel zu tun. Und im Prinzip war es vielleicht die fehlende Glocke im Geläut, die ich dann später gemacht habe. Das ist, geht nicht aus dem Briefwechsel hervor, welche Glocke gemeint ist, welche Glockengröße. Nicht? Und das ist aber interessant zumindest.